Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Wir werden jetzt die letzten drei Spiele machen. Ich hoffe zumindest, dass wir nicht irgendwie krassen Verlängerungen kommen oder so. Und wir wissen es ja, wir brauchen jetzt drei Siege in Folge, wenn wir Elite 3 noch schaffen wollen. Ich werde so oder so alle drei Spiele noch machen. Fürs Monatsranking sind die Siege ja auch entscheidend. Deswegen wäre es auch fürs Monatsranking positiv, wenn ich alle drei Spiele noch gewinne, logischerweise. Zumal, wenn man einmal Elite 3 schafft, dann steigt auch die Chance, dass man am Ende des Monats Elite ist, extrem. Wenn ich dran denke, können wir dann mal schauen, wie viele Spiele wir noch gewinnen müssen für Elite 3 im Monat. So, konzentrieren. Jetzt habe ich mir gar nicht so richtig das Team angeguckt vom Gegner, aber ich glaube, er hatte zwei Informstürmer. Das war ein merkwürdiger Pass, der hätte auch ankommen können, wenn er ihn anständig spielt. Boah, da standen wir noch komplett im Passweg, ey. Oh, er hat es antizipiert, das machen die allerwenigsten. Jetzt hat er Pause gedrückt. Was? Gibt's Elfmeter? Ach du Scheiße, das war keiner. Das war kein Elfmeter. Also ich guck's mir gerne nochmal an, aber das war kein Elfmeter. Meiner Meinung nach. Naja, es ist kein Elfmeter. Es ist keiner. Haben wir Glück, dass Ribéry keinen Körper hat, umfällt und dann wir einen Schiri haben, der so einen Schreck pfeift. Aber Arangis macht die Bude natürlich. So viele Elfmeter, wie er in letzter Zeit schießen musste, müsste er eigentlich jetzt langsam wieder über mehr Scorerpunkte als Spieler verfügen. Jetzt können wir mal schauen, was er für ein Team hat. Salah und Jesus im Sturm, okay. 4-1-2-1-2, aber das breite 1-2-1-2, das ist selten. Die meisten spielen das enge. Aber egal, das Tor nehmen wir mit. Das spielt uns wie immer die Karten. Deswegen, ich hoffe, dass es so weitergeht. Mal gucken, ob er umgestellt hat. Ne. Gerne darf das Spiel jetzt wieder abbrechen. Und wir kriegen den Sieg, das wäre geil. Oh, wie er da Ribéry vernascht. Krass. Boah, da habe ich echt gedacht, da geht rein. Also da können wir froh sein, dass es hier noch 1-0 steht, weil das wäre auch schön rausgespielt. Schade. Ah, es gibt einen Wurf. Es sei denn, ja, ich dachte schon, wir behalten den Ball noch drin. Das hätte ich nicht gedacht, dass er den Ball kriegt. Ja, es muss jetzt schon 1-1 stehen. Also, das ist mehr als nur Glück. Da hat man den Ball sogar schon rausgespitzelt. Das zweite Mal waren wir dran. Okay, das, ja. Ich glaube, ich muss mal auf 4-1-2-1 umstellen, oder? Also das sieht gerade nicht so gut aus. Wir werden noch einen Angriff abwarten. Weil ich glaube, nach vorne sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen.
Schade, war kein schlechter Schuss. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar auf sehr defensiv. Mache ich unglaublich selten, wenn ich mit einem Tor nur führe, aber gegen den hole ich mir mal die Sicherheit. Also ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Sicherheit bringt. Weil nach vorn gefällt es mir eigentlich ganz gut mit der Formation. Deswegen will ich da eigentlich nicht unbedingt aufs... Rot. Ja, gelb ist es mindestens. Wie Bender klatscht im Hintergrund, sonst grinst. Sehr geil. Das war auch eine verdiente gelbe Karte. Also das ist eigentlich im echten Spiel ist es, würde ich sagen, kann man sogar fast rot geben, oder? Weil einer so krass reingeht. War ja auch mit so von hinten, aber es ist klar, dass es in FIFA 18 sollte es da keine rote Karte geben. Nächste gelbe Karte. So, kann ich jetzt wieder, oder? Schade, war wieder ein schöner Schuss, der leider nicht reingeht. Okay, es ist verdient, dass es jetzt 1-1 steht, aber das ist trotzdem ein Lackertor. Weil ich hatte halt den Ball, aber naja, es ist trotzdem verdient, wie gesagt. Schade, dass es so fallen muss. Ich bin jetzt immer noch nicht im Klaren darüber, ob ich jetzt auf... die andere Formation gehe oder nicht, aber eigentlich, wie gesagt, vom Angriff her ist es eigentlich gut so. Das war eigentlich schon wieder ein Foul, ne? Aber egal. Werner hat sich auch verletzt dabei. Schade. Einwurf. Aber ich sag ja, nach vorne ist es eigentlich ganz okay, deswegen will ich es eigentlich nicht wechseln. Auch wenn der Gegner leider nach vorne es auch ganz gut macht. Schöner Schuss, zu weit links. Bender. Schade, 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 dass es hier 1-1 steht, weil das Tor, es ist verdient, dass es 1-1 steht, aber das Tor hätte, naja, egal. Konzentrieren, noch ein Tor machen, verdient gewinnen, Punkt.
Oh, ich dachte schon, es gibt den nächsten Elfmeter. Wenn man jemanden, der so pfeift wie der Schiri, da wäre das nicht verwunderlich. Tunnelt. Das ist jetzt aber nicht verdient, das Tor. Das ist definitiv nicht verdient. Er hat jetzt nicht mehr so gespielt, dass ich sage, er muss hier 2-1 führen oder so. Schade, dass er jetzt das zweite Lagertor macht. Aber egal, ich sehe mich hier auf jeden Fall in der Lage, auch noch Tore zu machen. Der Pass war zwar schön, aber wie gesagt, wir waren halt wieder dran. Ich sag doch, ich traue mir zu, hier noch ein Tor zu machen. Und diesmal ist es Bender, sehr schön. Sehr gut, jetzt machen wir noch das 3-2. Dropkick, ultra schwerer Schuss. Krass. Der steht so tief. Ist das defensiv oder was macht denn der? Alu, nice luck. Ist es sehr defensiv, was das spielt? Oder warum stehen denn die so tief bei ihm? Ich meine, es kommt mir eigentlich entgegen, aber. Hier, jetzt ziehen die sich schon wieder so mega krass zurück. Also super defensiv unterwegs. Eigentlich eine gute Chance, aber ich habe verzogen, also ich habe schlecht gezielt. Konzentrieren, come on. Ach, da war noch jemand dran. Krass, ich dachte, es wäre ein Abschluss jetzt. Also ich dachte halt, ich hätte die Scheiße gezielt. Es ist auch nicht mehr so aggressiv in der Verteidigung, aber ich finde, dadurch ist es leichter geworden. Haben wir Glück? Scheiß Pass, ich hätte den Ball noch mal halten sollen mit Werner. So ein Scheißdreck, ey. Oh. Ich habe wieder den Spieler. Ach, das ist egal. Das ist egal. Scheiß drauf. Meiner Meinung nach nicht verdient, aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal auszugleichen. Das ist ein sehr knappes Spiel, von daher. Ich sehe auch mittlerweile, ehrlich gesagt, auch keinen wirklich
klar besseren Spieler. Am Anfang war der Gegner besser als ich. Aber es hat sich mittlerweile wieder erledigt. Ich würde sagen, das ist gleich stark. Ich mache einen normalen Pass, er spielt einen Laufpass. Bender, Doppelpack. Ja, es klappt mal wieder. Ich habe extra drei versammelt. Nice. Ich glaube, man braucht drei, die hinterherlaufen. Dann geht das. Sehr schön. 3-3. Was für ein Spiel. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. War ein Bender hier. Total schwieriger Schuss. Zwei schwere Tore geschossen. Nice. Doppelpack Bender. Vielleicht will Bender jetzt wieder der torgefährlichste Sechser werden, nachdem Khedira so ein bisschen dieses Zepter übernommen hatte. Geil gemacht von und mit Kimmich. Ja, das könnte man vielleicht auch als Foul werden. Scheiße. Gerade in dem Moment, wo ich schießen wollte. Puh, haben wir Glück, dass es hier nicht zum vierten Tor kommt. Das war richtig dumm von mir, der Pass. Wie er mit seinem Stürmer halt hin und her rennt, ey. Der hat doch gar keine Ausdauer mehr. Was macht denn der? Arnautovic. Ach, den hat er auch noch bekommen als Foot Champions. Nice. Das war interessant von ihm verteidigt. Letzte Chance vergeben. Schon wieder Verlängerung. Meine Herren. Aber egal. Solange wir am Ende gewinnen, konzentriert spielen, dann wird das schon was. Ich wollte natürlich nicht auf ihn spielen, sondern auf Arangis. Problem bei dem Gegner ist, wir kriegen so gut wie nie einen Ball im Mittelfeld. Also der... Okay, jetzt muss er natürlich zeigen, dass es nicht stimmt, aber der verliert halt normalerweise keine Bälle im Aufbauspiel. Hätte ich einfach nochmal weiter rüberlegen sollen, ich weiß, scheiße. Ach, dann war es noch nicht mal... Ach, egal. Boah, das habe ich zum Glück genau richtig antizipiert mit Süle. Das war jetzt wichtig. Schon wieder Elfmeter. Ach du Scheiße. Oh, es war schon wieder keiner, glaube ich. Und es ist wieder das gleiche Spieler vor allem. Krass. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zwei Elfmeter im Spiel haben, oder? Naja, es war wieder kein Elfmeter. Der hat einfach zu viel Körperkraft wahrscheinlich und die Spieler haben einfach keine. Ich wollte nach links schießen, aber habe nicht genügend nach links gezogen, wie es aussieht. Ich wollte nicht in die Mitte schießen. Scheiße. Hab schon lange auf Passen gedrückt gehabt.
das kotzt mich an, wenn ich halt nicht in die Mitte schießen will. Und er schießt in die Mitte. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, das ist mir schon mehrmals passiert. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Krasser Schuss von Werner. Och, wir waren durch und durch seine dumme Grätsche kriegt er den Ball. Oh, wir müssen jetzt verdammt dazu zu gewinnen, weil man darf, wenn man Elfmeter verschießt, nicht mehr verlieren. Sonst zählt der Elfmeter halt. Also wenn man den Elfmeter verschießt und trotzdem gewinnt, ist es halt nicht schlimm. Konzentrieren. Fuck. Ach, zum Glück macht er dann so einen Scheiß. Nein, Werner! Ach, den habe ich eigentlich reingehen sehen. Scheiße. Den muss er eigentlich machen. Fuck. Ich spiele auf sehr offensiv. What? Und ein Sané komplett frei. Glück gehabt, dass er den nicht gesehen hat. Ach Mann, Tolisso, was für ein scheiß Laufpass. Spiel den normal und na, ist egal. Ich sag gerade ziemlich oft, in dem Spiel ist egal, ich keine Lust habe, mich aufzuregen, das macht mich noch schlechter. Hundertzwanzigste, come on baby, let it rain, one time please. Oh, wieder ein CPU-Kopfball. Oh, es geht schon wieder ins Elfmeterschießen, scheiße. Und ich habe schon zwei geschossen, das könnte ein psychologischer Nachteil sein. Oh, okay. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Konzentrier dich und verschieß keinen. Ich dachte echt, der verschießt den, der sah mega merkwürdig aus. Ich wollte dich in die Mitte schießen, Scheiße! Das war's, der Elite 3 ist weg. Oh.
Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr, die restlichen Spiele zu machen. Ist immer so. Egal. Bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Ich bin auch nicht zufrieden mit meinen Elfmetern, weil es kann nicht sein, dass ich zwei, also erstmal den ich, Elfmeter, den ich im Spiel nicht, nicht reinschieße. Es kann nicht sein, dass ich zweimal nicht in die Mitte schießen will und der schießt in die Mitte, verdammt. Das ist zum Kotzen. Verstehe ich auch nicht. Ich meine, ist mir schon mal passiert, aber nicht in der Regelmäßigkeit. Und wie gesagt, macht das Ding im Spiel den zweiten Elfmeter und ich gewinne wahrscheinlich. Toll, jetzt haben wir halt keine Chance mehr auf Elite 3. Jetzt werden wir bestimmt die letzten zwei Spiele gewinnen, damit es halt wieder genau ein Sieg ist, der uns fehlt. Das ist doch dann immer so. Egal, jetzt habe ich wie gesagt keinen wirklichen Bock mehr zu zocken. Ach man. Warte, ich muss jetzt nicht wieder in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen rein. Scheiße, in der Weekend League wäre auf jeden Fall wieder mehr drin gewesen. Egal wie das jetzt noch ausgeht, egal ob ich jetzt noch die 2 gewinne oder die 2 verliere, weil wenn ich die 2 verliere, ich spiele jetzt wahrscheinlich nicht mehr so motiviert wie vorher oder wie mit der Chance auf Elite 3 und von daher es ist wieder eine Weekend League, genau wie letzte Weekend League, muss man eigentlich sagen. Letzte Weekend League war Elite 3 drin, diese Weekend League war Elite 3 drin. Ich würde allerdings sagen, dass ich auf jeden Fall besser spiele als in FIFA 17. Also das Spiel liegt mir mehr, würde ich sagen. Aber jetzt, naja, wenn ich jetzt die 2 verliere, verliere ich die halt. Bin jetzt nicht mehr so motiviert. Schade. Schön gemacht von Musaccio. Ich glaube, wenn Brozovic hinfällt, ist es ein Elfmeter. Schade. Da hat er wohl nicht am Radar geguckt. Da hat er einen schönen Stellungsfehler drin gehabt, den ich auch direkt ausnutzen konnte. Es war ein normaler Passer, da war anscheinend trotzdem noch zu straff für ihn, weil er hat ihn nicht direkt unter Kontrolle bekommen. Er hat auch Philippe Andersson, habe ich gar nicht gemerkt, aber ja, hat er ja ein Calcio A-Team auch mit Info Mandanovic. Verstehe ich nicht, warum man sich ein Info Mandanovic holt, weil das restliche Team war jetzt noch nicht so krass. Und der ist halt ziemlich teuer, der Info Mandanovic. Toll, dass ich zuletzt dran war, macht Spaß. Lagertor, Lagertor. Warum ist es ein Lagertor? Weil ich mit Khedira also ich will mit Khedira einen Kopfballpass zum Torhüter machen und ziehe komplett auf und er macht ihn halt zum Innenverteidiger. Hier, was ist denn das? Was ist denn das? Toll. Hätte ich auch einfach ins Mittelfeld köpfen können. Pures Lagertor, aber egal. Drehen wir jetzt einfach das Spiel. Wenn nicht, ist mir auch egal. Krasser Pass. Das ist mal eine Grätsche im Strafraum, oder? Scheiß Drecksgrätschen hier.
Okay, das Tor war gut rausgespielt. Wie drückt er denn jetzt Pause? Danke, dass du zurückziehst, obwohl ich in den Lauf schick. Schön gemacht von meinem Außenverteidiger. Ja, da ruhig mal reinmachen können. Alter, das ist ein Scheißtor. Er spielt wieder durch einen durch. Unglaublich. Wisst ihr was? Wenn ihr jetzt ein viertes Tor fällt, breche ich ab, weil ich eh keinen Bock mehr habe zu spielen und ich eh kein 4-0 drehe. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier aufs 4-1-2-1 umzustellen, wenn ich ehrlich bin. Entweder klappt es jetzt hier so, oder schießt halt das 4 oder ich breche ab. Scheiß drauf. Toller Pass. Nice luck. Ich glaube, ich breche auch einfach eine Halbzeit ab. Kein Bock auf dieses Spiel. Dann wird die Aufnahme wenigstens nicht so lang. Ich schaff's in mein, mit meiner Motivation. Die ich gerade habe, schaffe ich eh keine 3 Tore aufzuholen. Gold 1 haben wir sicher, das ist gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wieder die Fitness nicht regeneriert ist. Das ist wirklich so. Scheiße, Mann, das ist doch kacke. Oh, das ist doch richtig scheiße. Einfach noch eins mit der Calcio, die haben ja noch fast volle Power, von daher egal. Wahrscheinlich werde ich auch das Spiel jetzt verlieren, weil ich, wie gesagt, motiviert einfach nicht bin und die Gegner, die jetzt kommen, die sind einfach nicht schlecht genug, dass ich da quasi mit
50-60% das Spiel gewinnen kann. Naja, geschenkte Siege für die, die jetzt gegen mich spielen. Glückwunsch. Und ich denke, Gold werde ich so oder so erreichen im Monat. Klar, zählt jeder Sieg, um Elite 3 zu erreichen, aber ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und es ist sowieso, wenn man nur Gold schafft, muss man, glaube ich, dreimal Gold 1 sein, damit man am Ende Elite 3 ist. Und ich war halt schon mal Gold 2, von daher wird das wahrscheinlich eh nicht. Sie haben nochmal einen guten Gegner, gute Spieler, wie es aussieht. Mal schauen. War mal interessant gespielt. Der erste Pass war interessant, der Pass war auch wieder interessant und mega schlecht und ich verstehe auch nicht, warum er den so spielt. Schön gemacht von Gudam. Das soll doch nicht hin, da wäre. Oh. Der Pass war ich schon vor einer Stunde eingegeben. Oh Gott, so ein Pass darf er nicht ankommen. Gemacht von Escherabi. Wenn es seine sich hier die andere Formation spielen muss, ist die Frage, habe ich da jetzt noch Bock drauf, sie wechseln. Die Cardi verletzt. Liegt zumindest ziemlich lang rum. Aus dem Winkel, ich bitte dich. Soll der Ball nicht hin. Macht gerade ziemlichen Scheiß, auf jeden Fall. Wir haben Glück.
Nicht mal da schafft es, weil er mit seinem eigenen Mann irgendwie zusammenbricht. Schöner Schuss. Wir kriegen nicht wieder nicht den Ball. So ein scheiß Lacker, ey. Aus dem Winkel überhaupt aufs Tor zu schießen, ey. Ja, freu dich über dein Lackertor. Herzlichen Glückwunsch. Ich wechsle jetzt mal die Formation. Mal gucken. Das ist echt geil. Statt dann die letzten drei Spiele zu gewinnen, verlieren wir dann die letzten drei Spiele, wenn es so weitergeht. Sehr schön. Aber wie gesagt, das letzte Spiel, das vorletzte Spiel, das vorletzte Spiel mit den Elfmetern, das, naja, zum Teil meine Schuld. Ach so, will ich eigentlich schon wechseln? Nee, ne? Nee. Das hol ich nochmal an, dein Lackerding. Toll. Schon wieder ein Lackertor. Warum? Weil zwei von meinen Verteidigern sich gegenseitig über den Haufen rennen. Glückwunsch. Mal gucken, aber wahrscheinlich sieht man es in der Wiederholung nicht. Mein zweites Tor traue ich mir natürlich zu und ich denke, das ist auch nicht der allerbeste Spieler oder Gegner. Aber in meinem jetzigen Zustand denke ich, werde ich es nicht schaffen. Sobald es 3-0 fällt, breche ich auch ab. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht wegdrückt. Das ist mein Pfeil, der oben dran ist. Haken, Pfeil.
Auch so ein Ding kann mal reingehen. Also ich vermisse irgendwie die ständigen Zaubertore von Icardi, gerade von Nicht-In vom Icardi. Was der verboten gemacht hat, ich meine, klar, das kann Varianz gewesen sein, es kann einfach purer Zufall gewesen sein, dass die da gerade alles so geil funktioniert haben. Aber es waren echt viele Spiele, es waren über 30 Spiele, glaube ich. Und da hat die ständig gemacht, die Tore. Und ich glaube auch nicht, dass das noch vor dem Update war. Was für ein schwacher Abschluss. Ich dachte, es wäre perfekt für einen flachen Schuss, aber nee, schießt ihn einfach genau in die Arme von... Oh Gott. Nicht auf ihn, danke. Hat leider nichts gebracht. Nice luck. Oh, was macht er denn jetzt? Na klar, Mbappé macht ihn dann also nicht, klar. Aber ich breche nicht ab, es ist schon zu spät und ich habe keinen Bock, dass mein anderes Team wieder nicht regeneriert. Ich wechsle jetzt aber auch nicht mehr, scheiß drauf.
geil, ich spiele auf kompletter Angriff und es steht niemand vor. Mhm, kein Elfmeter, interessant. Naja, alle drei Spiele verloren, aber wie gesagt, die letzten zwei, die zählen jetzt nicht wirklich wieder rein. Also, das ist mir jetzt nicht wirklich schlimm, dass ich die verloren habe, weil ich hatte einfach keine Motivation mehr, nachdem wir da dieses eine Spiel verlieren und es halt auch ja, verkackt haben mit dem Elfmeter. Schade, aber ich bleib dabei, die beste Weekend League, die ich bisher gespielt habe in FIFA 18. Wenn man so das insgesamte Gefühl betrachtet, die letzte Woche hätte besser werden können, wenn ich da nicht 6 Spiele in Folge unverdient verlieren würde. Und 7, glaube ich, am Stück dann einfach mal verliere. Von daher, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich besser spiele jetzt in FIFA 18 als in FIFA 17. Und wenn ich das Maximum rausholen würde in jeder Weekend League, also immer die Zeit hätte, immer die Zeit mitnehmen könnte, jeden, also Freitag, Samstag, Sonntag, ich da quasi die Partien aufteilen könnte und so unsinnige Fehler komplett abstellen würde, dann wäre, denke ich, auch immer Elite 3 drin, aber ich schaffe das natürlich nicht immer, die abzustellen. So, jetzt gucke ich mal, wie viele Siege ich noch für die für den Monat brauche. So, wir haben 27, wir haben noch 50 übrig. Es sind noch 2 Weekend Leagues. Wie haben wir? 27. Nee, Quatsch, wir haben 29 gewonnen. Die 27 ist doch Rang. Wir haben 29 gewonnen. Wir brauchen jetzt also noch 1, noch 14 Siege für Gold 3. Das könnten wir nächste Woche vielleicht schaffen. Und wir brauchen noch. Nee, Quatsch, nicht. Doch, noch 14 Siege. Und für Elite 3 brauchen wir 64. Das heißt. Moment mal, minus, das sind 33, oder? Wir brauchen noch 33, das heißt, das schaffen wir nicht. Da bräuchten wir in den nächsten 2 Weekend Leagues bräuchten wir bei 33 bräuchten wir bräuchten wir eine Weekend League mit 17 und eine mit 16. Also, klar, kann ich es schaffen, ich habe ja gerade gesagt, Elite 3, bla bla bla, aber zum Beispiel nächstes Wochenende ist es schon wieder so, dass ich da halt nicht zu Hause bin das Wochenende über. Das heißt, da muss ich entweder, also im besten Fall stehe ich dann halt wieder am Freitag zeitig auf, versuche da irgendwie meine 10 Spiele runterzureißen, aber das am Arsch muss ich schaffen, zeitig aufzustehen. Und dann habe ich halt die restlichen 15 am Sonntag. Also das ist dann halt schon wieder keine optimale Voraussetzung. Das ist also schon wieder ultra unwahrscheinlich. Da wird es schon schwer, überhaupt Gold 1 zu erreichen. Aber ich bin zufrieden, dass wir wenigstens diese Woche Gold 1 geschafft haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö. Moment, hat man noch irgendeine Belohnung? Nee. Dann macht's gut.